Alles begann mit einer Vision. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Peter, liebe Brigitte, herzlich willkommen. Wir haben viele befragt und es kamen Antworten wie: Mi triffst im Café Peter. Oder: Die besten Spare Ribs. Wir haben viele befragt und es gibt nur eine Antwort und diese lautet: Die einzige Antwort ist Hollywood. Sowas passiert nur in Hollywood. Grüß euch, zwei Lieben. Jetzt ist es endlich soweit, jetzt geht es in Pension. Oh, ihr freut euch. Und für die anderen ist das Schöne vorbei. Ich wünsche euch alles Gute und ich bin so stolz auf euch, dass mit nichts hat er angefangen. Und gearbeitet Tag und Nacht habt ihr, ja. Und dafür geht er eh schon ganz grump. Und ich wünsche euch alles Gute in der Pension. Bleibt gesund, noch viele Jahre. Ciao. Ich wünsche euch alles Gute für die Pension und hoffe, dass für die Aktivitäten und Vorhaben, für die bisher wenig bzw. gar keine Zeit war, dass ihr dort Zeit findet und hoffe, dass ihr trotz allem der vielen Aktivitäten uns auch schon des Öfteren vor Achterl oder Ähnliches besuchen werdet. Hallo liebe Eltern, ich bin sehr dankbar, eure Tochter zu sein. Ich habe eine wundervolle Kindheit gehabt, ja, auch wenn ich manchmal ein bisschen bockert war, aber das hat schon passt so. Ihr habt irrsinnig viel Power, das habt ihr uns Kindern auch mitgegeben. Und so viel Power, wie ihr jetzt da in die Hacienda reingesteckt habt, so viel Power steckt ihr jetzt in eure Pension rein. Lieber Papa, liebste Stiefmama, wir wünschen euch alles Gute für die Pension. Wir freuen uns, wenn ihr viel Zeit dann für uns habt und wenn wir in Ruhe in der Hacienda sitzen können. Der Papa uns dann vielleicht in den Privaträumlichkeiten die Palatschinke zubereiten muss. Ja. Ohne Chili aus der Hacienda. Ja, wir wünschen alles Gute. Und wir bedanken uns, dass es immer so gemütlich ist und dass jederzeit die Tore für uns offen sind, dass wir jederzeit Zeit, kommen dürfen. Und Zeit freischaufelt. In der Pension die Zeit für euch haben, die was vorher nicht gehabt genau. Habt. Und nicht gleich zum Frühschoppen. Ja. Hallo Opa. Danke, dass ihr so ein gutes Essen für uns gemacht habt. Danke, dass wir fürs Essen nicht bezahlen haben müssen. Danke. Danke, dass wir bei euch schlafen konnten. Danke, dass ihr so tolle Oma und Opa seid. Danke, dass ihr so toll auf uns aufpasst. Danke, Oma, Opa. Danke, Oma, Opa, fürs Abholen, fürs Kindergarten. Danke fürs Mittagessen. Danke fürs Traktorfahren. Liebe Eltern, heute ist ein ganz besonderer Tag und wir sind unglaublich stolz auf euch. Was ihr da geleistet habt, was ihr auf die Beine gestellt habt, ist ein Lebenswerk für viele Menschen, die extrem gerne zu euch gekommen sind, wo ihr Arbeitsstätte geschaffen habt, wo die Leute gern arbeiten und auch für uns Familie einfach ein Ort ist von Begegnung und einfach nur großartig ist. Dafür ein herzliches Danke für die vielen Jahre, für die Jahre, wo wir echt viel gelernt haben, wo wir gelernt haben, dass Visionen hier auf die Erde kommen und lebendig werden. Danke für diese Schule, damit auch ich jetzt auch in meiner Selbstständigkeit das so großartig leben darf. Danke euch. Liebe Brigitte, lieber Peter, für mich ist Hacienda die optimale Mischung zwischen wirtschaftlichem Erfolg und trotzdem einer Herzlichkeit, einer Gastwirtschaft.
Ich finde es fantastisch, wie ihr euren Weg diesbezüglich gegangen seid und was ihr da wirklich geschaffen habt. Ich wünsche euch für die Pension, dass alles, was ihr so bis dato an die Leute, an Herzlichkeit und an uns alles gegeben habt, an euch zurückkommt, dass es für euch eine sehr schöne Zeit wird, die ihr lang genießen könnt und mit der Familie und mit Freunden jetzt einfach Zeit erleben könnt. Danke dafür. Mein erstes ist natürlich Spare Ribs. Für mich sind so ziemlich die besten Steaks, die ich irgendwo überhaupt auf der Welt zum Essen kriege. Ja, perfekte Gastronomie, weil man fühlt sich dort immer schön aufgenommen, in der Familie drin und es passt einfach halt. Also eigentlich Danke sagen auf jeden Fall eben für das, dass man immer gern gesehen war. Und was ich Ihnen wünsche, ist halt, dass Sie jetzt wirklich all das genießen können, wofür es eigentlich die Zeit nicht gehabt haben. Und ja, glücklich sind und miteinander halt das alles sehr, sehr, sehr lang genießen können. Liebe Brigitte, lieber Peter, für euch geht jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende und ein neuer Beginn. Ihr schlüpft aus der Rolle der aktiven Betreuung in der Hacienda jetzt vielleicht in die Rolle des Konsulenten, der manchmal gefragt wird. Wir haben uns in der Hacienda eigentlich immer sehr wohl gefühlt und dieses sehr Wohlfühlen war auch der Grund, dass wir gesagt haben, ja, an besonderen Anlässen gehen wir hin und das war eigentlich relativ selten. Ich denke, wir hätten da viel öfter zu euch kommen können, um vielleicht auch nur Rentschbrot und so weiter zu essen. Gut. Ja, wir wünschen euch alles Gute für die nächsten Jahre. Wir wünschen euch, dass ihr viele neue Erlebnisse genießen könnt. Erlebnisse, die bisher vielleicht beruflich nicht möglich waren. Gemacht. Gut, haben wir zweimal ins Spital gefahren, einmal mit Helga aufgeführt ins Spital, einmal ins Spital aufgeführt, vor allem mit Mann seiner blöden Grassack, da hat mir den Finger eingeschnitten. Schwach bin ich gewesen, zaubert haben wir, was haben wir noch gemacht. Und gearbeitet haben wir viel, Peter. Gearbeitet haben wir viel, Hitz haben wir gehabt, Tränen haben wir gehabt, Kraft, bist du deppert, Kraft haben wir nicht. Was? Gesoffen wir auch nicht, aber Kraft, die Rafferei war auch da. Da haben wir immer Massen gehabt, nicht? Also, blirrt haben wir nicht. Der Peter hat den Knippe da gehabt, nicht? Und ich glaube, der muss raufen, nimmt den Knippe und bricht ihn so auseinander. Muss der Fuß den Knippe auseinanderbrechen. Das muss, also, ich möchte nicht kein Watschen von ihm kriegen. Das, da hat er schon her. Was soll ich da sagen? Was soll ich euch sagen? Hey, schaut, dass es euch besser geht wie mir. Schaut euch Australien an. Schaut euch was anderes an. Wenn du nach oben schaust, schaut euch an, lasst euch das gut gehen. Und ganz wichtig ist, und von deinen Reden, von deinen Weisen, Gesundheit. Alter, Brigitte, schaut, dass ihr gesund werdet und gesund bleibt. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Führt euch gesund und bleibt gut. Ja, da gibt es allerhand. Das wildeste war sicher Niedersulz, der Kirchturm immer. Und dann die vielen Veranstaltungen in der Halle, wo wir grenzen wie die Wiesel. Und hier, da hat natürlich das Telefon geläutet. Hat es geheißen, Fritz, wir brauchen dich, kannst du kommen? Das und jenes geht schon wieder nicht. Und was bei dir? Ja, also mein erstes Highlight war bei der Eröffnung, das war der Mai 1980, es war ein Muttertag, dass ich arbeiten habe dürfen. Ich habe woanders gearbeitet, aber ich habe serviert und habe die Gäste bedient. Und es war ein wunderschöner Tag für mich, eben die Eröffnung des Café Peters. Müde sind wir dann nach Hause gefahren. Ja, und dann gibt es noch, also das Lust, es war immer sehr lustig im Café Peter, es ist sehr lustig zugegangen. Und ja, das ist wahnsinnig spät immer geworden. Also 3-4 Uhr in der Früh. Aber wir haben keinen Schlaf gehabt. Es war einfach die Hetz da. Nein. Es war schon herrlich auch im Café Peter. Also ich bedanke mich für das gute Rangerbrot. Das weiß ich liebe, die guten Rippel. Und wünschen tue einer, sie haben ja ein neues Hobby oder neues so neues eh nicht mehr, sie fliegen. Ich wünsche einer immer genügend Luft unter den Tragflächen.
Ja, also ich wünsche Erna alles Liebe, viel, viel Gesundheit in Zukunft in ihrer Pension. Also mein persönliches Highlight waren sicher diese beiden Eröffnungsfeiern. Die Bude ist so staubig, so dreckig und auf einmal sind die kommen die Leute, sind schön angezogen und haben einen Spaß, haben eine Freude und alles funktioniert. Super, also sowohl 1980 als auch 1995 hat das perfekt funktioniert. Für eure Pension, für euren Ruhestand wünsche ich euch einen Ruhestand. Also wirklich Kraft, dass ihr und die Ruhe, dass ihr das alles genießen könnt, was ihr bis jetzt gehabt habt. Ah, das war. Ich habe vom Peter, glaube ich, 2 Monate Vorlaufzeit gehabt, eben, dass ich die Cocktails lerne, weil er gesagt hat, wir gehen jetzt in die Sommerszene. Und ja, es war anspruchsvoll. War anspruchsvoll. Aber cool, sehr cool, ja. Ich finde es einfach total cool, dass wir die Chance kriegen, eben Barbara und Didi Hasender eben zum Übernehmen. Was soll man sagen? Danke, viel Gesundheit und ein tolles Leben mit der Familie. Super. Danke! An Hasender-Zeiten spontan. Spontan erinnere ich mich daran, wie ich angefangen habe, Probezeit gehabt habe und im zweiten Probetag. Da haben wir eine Pizza gehabt und die Pizza ist mir entgegengeflogen, weil es im Papa abbrennt ist. Ja. Das war so richtig, duck die Barbara, die Pizza kommt. Ja, das war so, ja. Einer wünschen wie ich und so wie alle anderen halt auch, also dass das, was sie sich wünschen, alles in Erfüllung geht, für Gesundheit noch, dass sie das reisen können, dass sie unterwegs sein können, dass es ihnen gut geht, dass sie miteinander Zeit erleben können, ja. Danke fürs Vertrauen, muss haben an uns, ja, muss man schon sagen. Und danke für das, dass sie jederzeit für mich da waren. Ja. Sie haben in die 20 Jahre viel mit mir durchgemacht, glaube ich. Umgekehrt wahrscheinlich auch, das sagt man ja nicht so. Aber auf jeden Fall 20 Jahre, die was wunderschön waren und mir Danke sagen und auch Familie geworden sind, ja, muss man sagen. Naja, wie ich mit meinem Rausch in die Arbeit gekommen bin. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Pension, beziehungsweise danke, dass ich bei euch lernen habe dürfen. Ich wünsche euch für die Pension, liebe Peter und Brigitte, alles Gute und dass ihr ganz viele schöne Reisen miteinander macht. Und ich möchte Danke sagen, dass das einfach so gut geklappt hat, dass ich den Job und meine Kinder unter den Hut bringen kann. Danke. Willkommen im Rentnerclub. Highlight Hacienda, natürlich die Sommerszene und den Spaß, den wir gehabt haben. Vor allem, wenn der Peter zu uns in die Hütte gekommen ist und durcheinander gebracht hat. Was wünsche ich euch für die Zukunft? Viel Zeit und Spaß mit den Enkelkindern. Ich hoffe, wir sehen uns und ich möchte mich für die schöne Zeit bei euch bedanken. Also wenn ich mit den Highlights anfangen würde, wäre der morgen noch nicht fertig. Ja? Das sind so viele Highlights, die kann man gar nicht erzählen und die weiß der Peter sicher alle selber auch. Alle Highlights, das ganze Arbeiten war super, was wir immer gemacht haben. Einmal sind wir heimgegangen, alle zwei haben einen Rausch gehabt, außer ich, aber das Auto haben wir trotzdem schnell lassen. War ein super Highlight. Ja, und ja, da war ich morgen noch nicht fertig. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Pension. Nur das Problem habe jetzt ich. Jetzt muss ich mir das Bier selber zahlen. Danke, Peter und Brigitte. Hallo, ihr zukünftigen Pensionisten. Könnt ihr euch noch erinnern, wie die Jennifer noch sehr klein war und die hat euch immer ein Hein eingeschenkt? Und dann unsere Stirnpartien, na, die waren doch legendär. Und das bayerische Kaugörn hat doch nie fehlen dürfen. Wisst ihr noch, wer sich das immer gewünscht hat? Ich möchte mich dann auch bei euch bedanken. Ich war bei euch aufgenommen wie in einer Familie. Und ein herzliches Dankeschön und alles Gute. Die Geschichte von Niedersulz. Niedersulz war immer ein Highlight. Und einmal hat es so gekränkt, dass den ganzen Abend, ganze Nacht einmal umgewandert bist wie der Bär in der Kirsten. Und in der Früh war es dann Sonnenschein. Und ich wünsche euch alles Gute für die Pension und Gesundheit. Dankeschön. Maibaumabstell. Jetzt müssen wir danken sagen, dass das überhaupt einmal gut geklappt hat mit Café Peter und der Lara Sehender. Jetzt beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und da wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Gesundheit vor allem und dass er sein Hobby noch weiter durchführen kann.
und es freut mich, dass er die anderen wieder weiter tun. Ja, ich glaube, da haben wir was gemeinsam. Die Familie Kraus hat sich früh entschlossen zu fliegen und hat eine Fliegerparty veranstaltet. Wir haben mitarbeiten müssen, gell? Und haben dann mit der Scheiterung den ganzen Trick aus der Halle rausgeführt. Das bleibt in ewiger Erinnerung. Ja, und dann gibt es noch was. Der Frühschoppen auf der Autobahn, wo wir noch gar keine Autobahn gehabt haben, haben wir schon einen Frühschoppen auf der Autobahn gemacht. Richtig, ja genau. Das werden wir nie schönste vergessen. Schönste Erinnerung an die alten Zeiten. Danke für die langen Jahre unserer Begleitung, wo wir drin gesessen sind in dem Kellerlokal. Und danke für die gute Frau, was man geliefert hat. Dankeschön. Allgemein danke für die lustigen Stunden, was wir zuerst im Café Peter verbracht haben, dann in der Hasenda. Und wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft. Danke und alles Gute. Mir ist wirklich gar nicht bang vor meiner Pension. Ich hoffe, dass ich es auch erlebe und darauf freue ich mich schon. Lieber Peter, danke für die vielen schönen gemeinsamen Stunden, die ich sehr, sehr glücklich bei euch verlebt habe. Und ich wünsche euch Gottes Segen und alles, alles Gute. Ja, die Highlights waren natürlich die, dass wir unsere besten Zeiten in der Hacienda verbracht, in dem Café Peter verbracht haben. Und an die denkt man natürlich auch gern zurück. Aber wir nehmen an, dass das nur ein Teil unserer besten Zeiten war und das so weitergeht. Und, es, und immer wieder sind es natürlich die Geschichten von Maibaum. Maibaum aufstehen, das war immer ein Erlebnis. Und wir sind froh, dass nichts passiert ist, das ohne Unfall eigentlich abgegangen ist. Und eine wichtige Geschichte war dann auch noch das Beschießen der Schützenscheibe, wo jedes Mitglied des Stammtisches praktisch, wo man was mitgeschossen hat und was das eben dargestellt ist. Und das ist wirklich ein Teil, kann man sagen, ein Teil der Ortsgeschichte von Wilfersdorf. Ja, lieber Peter, liebe Brigitte, ich wünsche euch das, wirklich das, was auch ich erlebt habe, dass ich gut, dass wir gut in Pension gegangen sind. Und jetzt denke ich zurück, nächstes Jahr sind es schon 10 Jahre, dass ich in der Pension bin. Und ich wünsche euch auch dieses Vergnügen, was man eben eigentlich damit hat, dass man aufstehen kann, was man will, und man kann machen, was man will. Aus Kaffee-Peter-Zeiten fällt mir ein, dass euch Opa eigentlich relativ viel gemacht hat und wir waren da einige Male bis spät in der Früh oder bis früh am Morgen unterwegs. Der Opa ist dann immer gekommen, hat Frühdienst gemacht und das war eine echt tolle Geschichte und das wird man nie vergessen. Das sind Zeiten, und was wirklich im Hintergrund geblieben sind und das hat wirklich, das sind schöne Erinnerungen. Ich muss also mal Danke sagen, also für die letzten Jahre, das war wie gesagt unter Kaffee-Peter-Zeiten, wir sind da wirklich ein bisschen lange in der Früh unterwegs gewesen, haben Uno gespielt und das und das und der Peter, wie sie gedacht haben, jetzt gehen wir den auch nicht fort. Das sind Erinnerungen aus der Jugend. Ich wünsche Ihnen wirklich Gesundheit, viel Spaß am Leben mit der Familie und dass in nächster Zeit vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben fürs Fliegen und für das Private und dass wirklich alles, alles Gute ist für die Pension. Ja, der Montag war eigentlich immer ein scharfer Tag, weil du bist nie heimgekommen. Das war's ja. Das waren an der Gabezeit, ne? Wie die tote Gabe hat, war der Kölner. Da bist kein Montag vor 2:30, 4:30 in der Früh heimgekommen. Das war's ja. War eine schöne Zeit, was dazu, ne? Irgendwas fehlt mehr dazu. Ja, mehr beim Anschneiden, ne? Und zu Blödheiten halt, ne? Auf jeden Fall war es eine schöne Zeit. 35 Jahre, weiß ich, was das sind, oder 37? 38. Ja. Ja, alles Gute. Danke für die gute Bewirtung und dass wir immer so herzlichst aufgenommen worden sind und wünschen Ihnen jetzt da im Abschnitt, im Pensionsabschnitt, alles Gute und alles. Ja, ich mache mir nur Sorgen um den Peter, ja. Weil er will jetzt nicht wissen, wann er nichts mehr zum Blumen hat, wo er so ist da soll. Ne? Naja, dieser Pensionist, der wird schon Haken finden. Ne? Ja, weißt du, ohne Arbeit, ich würde ja. Da traut er ja halber durch den Mann. Ja, oder noch seine Esel zum Putzen, jetzt kann er so ein bisschen streicheln. Ne? Was? Ja, auf das habe ich noch gar nicht gedacht. Ne? Ja. Oder geht er in die Luft? Nein, aber wirklich alles gut. Und ja. War eine schöne Zeit, meine Herren. Sagen wir es immer so. Und man hofft, man sieht ihn nicht öfters. Ne? Ja, wir haben halt dann, ne? Entspannende Stunden gehabt. Das ja. War halt auch für uns halt auch, dass wir sie entspannen haben können. Und außerdem hoffen wir, dass wir alle zwei des Öfteren am Stammtisch begrüßen dürfen. Ja.
weiterhin. Sofern es einen weiter gibt, ja. Gell? Ja, sicher gibt es. Ist ja schon ausgemacht. Das Café Peterzeiten fällt mir ein, der abgeschnittene und zusammengestickelte Maibaum. Das war ein Highlight, ja, das nicht so schnell wieder finden wird. Mhm. Und dann ein zweites Mal eben einen Baum mit zwei Stämmen. Das war natürlich eine Sache, die wir immer in der früheren Jugendzeit gemacht haben. Heute gesetzt drei Personen haben wir verzichtet auf den Maibaum. Nein, wir setzen sie lieber gemütlich zum Stammtisch. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen auf jeden Fall Gesundheit, dass Sie sich mit Ihren Hobbys wie Fliegerei und das Ganze wohlfühlen. Danke für die jahrelange gute Betreuung, muss man sagen. Nein? Wichtig ist, dass der Stammtisch weiterhin in den Lokal stattfinden kann. Ja, einmal 38 Jahre Café Peter als Legende. Zuerst als Café Peter, dann als Hasienda. Der Übergang super geschafft. Wir haben das Glück gehabt, dass wir von Anfang an eine Stammtischrunde dort haben und auch immer gern gesehen sind und für uns der Platz reserviert ist und das Lokal auch bummvoll ist. Er hat uns noch nie vertrieben. Ein Highlight ist, möchte ich sagen, wir haben dann früher noch auf dem Teich hinter der Hasienda haben wir mal einen Geburtstag gefeiert. Das ist aber schon Jahre her. Da sind wir mit Boot gefahren am Teich. Das waren ganz tolle Erlebnisse. Alles kann man gar nicht schildern, was man diese fast 40 Jahre mit dem Café Peter erlebt hat. Er war für uns am Sonntag eine zweite Heimat. So wie wir am Sonntag in die Sonntagsmesse gegangen sind, war im Anschluss daran automatisch Pflicht, ins Café Peter zu gehen. Ist manchmal auch später geworden, da haben wir dann mit der Frau ein bisschen einen Krieg gehabt, wenn es um 1:30 Uhr ist, dann wie zum Mittagessen gekommen ist. Aber es war immer ganz toll. Und ich wünsche ihm auch weiterhin für die Zukunft alles Gute und auch der Brigitte. Und wenn sie fliegen, dass sie immer wieder Land finden, wo sie runterkommen. Und vor allem Gesundheit. Und noch einmal ein Dankeschön, dass sie Wilfersdorf durch die Hasienda ja bekannt gemacht haben im Weinviertel. Viele kennen die Hasienda und wissen nicht einmal, wo Wilfersdorf ist, aber die Hasienda kennen sie. Und das ist ein Verdienst von der Brigitte und von Peter, wie beide sie das geschafft haben. Ganz toll, Gratulation, alles Gute. Und für den Ruhestand wünsche ich Ihnen mindestens 25 Jahre, dass Sie so fit bleiben und das unternehmen können, was Sie sich immer gewünscht haben. Alles Gute. Highlight war ich noch, muss ich sagen, mit Peter persönlich, dass ich zu meinen 60 Jahren einen Flug gemacht habe. Das war ein Highlight, muss ich sagen. Und ja, danke, dass ich, glaube, die letzten 10, 8 Jahre am Stammtisch habe gehen können, also Zeit gefunden habe, also doch schöne Gesellschaft, muss ich sagen. Muss ich noch, ich glaube, wir müssen unbedingt die Welt erobern. Das ist meistens halber war, ne? Ja. Das ist die erste Zeit gewesen. Und die zweite Zeit war, das war dann die Hasienda-Zeit, wo wir nächtelang dran sitzen müssen, bleiben. Die Bänke sind so pickert irgendwie, wir kommen nicht weg. Und die Flaschen ist immer, die immer, hat immer einen Zulauf, dass es leer wird. Das soll man tun, ne? Und danke nochmal für die schönen Stunden, die wir mit euch verbracht haben. Und alles Gute für die Zukunft. Ja, ganz super waren ja die endlosen Rüschelnächte, wo wir am 4. in der Früh haben wir noch eine Bohnensuppe gekriegt. Wir sind gut betreut worden. Dafür sage ich danke. Und da hat es gegeben im Angebot doppelte Mengen an Caipirinha und Long Island Iced Tea. Das haben wir genossen und waren wir dann halb tot. Dafür sage ich auch danke. Leider gibt es diese Aktionen nicht mehr. Die sind eingestellt worden. Ja, ich wünsche einen geruhsamen Ruhestand und nicht, ja, man kann eh frieren. Ja. Über mein Haus immer. Ja. Ich kann mich auch noch für sich, in den frühen Zeiten war es immer sehr interessant beim Café Peter. Ein Highlight davon war die 25-Jahr-Feier und ich wünsche mir auch in der Zukunft eine tolle Pension sozusagen. Und dann natürlich Café Peter verbindet man mit Erinnerungen, dass wir uns da getroffen haben, sei es jetzt eine Mädelspartie gewesen oder eben in der Runde schon, wo ich dann mit Hannes kennengelernt habe und mit ihm benannt war, war Café Peter ein Treffpunkt ganz einfach. Und dann die Hasienda natürlich hat sich dann auch entwickelt, ganz super. Und natürlich wünsche ich Ihnen beiden
das erste Mal natürlich Gesundheit und einen guten Ruhestand. Ja, also dass man das genießen kann im Kreise der Familie noch. Ja. Was ich mir erinnern kann beim Café Peter, beziehungsweise noch, wie du beim Hinek gearbeitet hast, wie wir dich schon öfters besuchen gekommen sind auf einem Café, wo du schon geträumt hast von der Selbstständigkeit. Ich kann mich noch gut erinnern an die Tarockpartien, ich glaube, das war immer Sonntag, wo der Herr Lanz, der Herr Draxler, die alle noch mitgespielt haben. Und es waren immer schöne Erinnerungen ans Café Peter, wo du auch dann zur rechten Zeit den Umstieg geschafft hast auf eine neue Linie und die, was glaube ich, sehr gut gegangen ist. Und ihr habt mich jetzt vor kurzem auch aufgenommen in den DRC-Club. Ich weiß, ich bin ein bisschen schlampig mit den Terminen, aber heute verspreche ich dir, Peter, dass ich in Zukunft öfters erscheinen werde und du wirst schon sehen, wenn du in Pension bist, dass das gar nicht so einfach ist, immer die Termine jetzt einzuhalten. Alles Gute und Liebe euch beiden. Ja, ich habe meine Jugendjahre eigentlich verbracht, bevor er aufgesperrt worden ist da, war ich in Großgrud immer in Gasthaus Schwedz und mit der Eröffnung von Café Peter sind eigentlich wir Jugendlichen im besten Alter damals da nach Wilfersdorf gewandert. Und da habe ich auch 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später auch meine zukünftige Frau kennengelernt. Ich wünsche Ihnen in erster Linie einmal Gesundheit für die Zukunft. Nun auch. Ich hoffe, dass wir weiterhin uns da treffen, immer am Donnerstag am Abend. Ich werde immer herzlich aufgenommen da und mir gefällt es auch immer. Es ist zwar oft ein bisschen anstrengend, wenn es etwas länger dauert, aber da müssen wir einfach durch. Die Aftershow-Party nach jedem Mal fortgehen, am Freitag oder Samstag auf die Nacht die Ripperl und die Kartenchips. Und die zweite Frage ist, was wünscht ihr und wofür möchtest du Danke sagen? Ich wünsche Ihnen alles Gute für die weitere Zukunft. Und ich sage danke für den guten Duft, den wir in der Siedlung immer haben. Spontan ist eher so Café Peter, fällt mir noch ein. Da haben wir meine Erstkommunion gefeiert. Das war ja damals eben noch Café Peter. Und dann wurde das eben zur Lachersende, so wie es wir heute kennen. War für uns immer eigentlich ein Treffpunkt, auch in der Jugend schon. Freitag, Samstag, so bis zum bitteren Ende, bis zur Sperrstunde. Brigitte und Peter, danke für die schöne Zeit. Euch in der Pension, in der wohlverdienten Pension auch eine schöne Zeit. Und auch der Barbara und der Vicky alles Gute, dass sie das schön und toll weiterführen. Super. Dankeschön. Du bist ein Kind der See. Und die Welt liegt dir zu Füßen. Dein Horizont erwacht und die Nacht lebt wie der Tag. Dein Stern steht über mir, zwischen Himmel und dem Meer. Impulsschlag der Gezeiten, führst du mich zu dir. Ich denk so oft zurück an dich, als du mein Zuhause warst. Setz ich meine Segel, bist du für mich da.